Thank you.
Cóż. Thank you.
Sein alter Arbeitgeber war mit ihm sehr zufrieden. Das Arbeitsamt darf sein Aussehen nicht kritisieren. Das finde ich nicht. Der will doch nicht arbeiten. Das sagt er mir. Sonst bekommt er doch vom Arbeitsamt kein Geld. Da bin ich ganz sicher. Wie können Sie das denn wissen? Kennen Sie denn? Bitte, er sieht ja vielleicht verrückt aus. Niemals. Aber Sie können doch nicht sagen, er will nicht arbeiten. Ich glaube, er liebt nicht. Er möchte wirklich arbeiten. Das stimmt, aber er hat ja nichts gefunden. Das war sein Fehler. Nicht, er hat selbst gefunden. Aber warum ist das ein Fehler? Wer möchte denn nicht? Er tut mir keine Stelle. Das Arbeitsamt muss bei mir sein. Arbeiten oder nicht? Das ist mir egal. Meinetwegen kann ich es ruhig aufgeben. Das ist mir egal. Das ist seine Sache. Dann darf er aber kein Geld vom Arbeitsamt verlangen. Ich finde das gut bei mir. Seite 28, Übung 11. Manfred Köhler und seine Eltern. Heidi Mass. Ja, nächstes Jahr muss das aber besser sein. Also, ich wollte was sagen. Also, ich höre auf. Ich höre auf. Ich höre auf mit der Schule. Ich habe keine Lust. Die Schule ist zu langweilig. Ich will wieder arbeiten. Ich versuche es nicht. Ich versuche es nicht aufzuhören. Wir würden gerne machen. Arbeiten. Arbeiten. Wir machen oder nicht. Ja, vielleicht, wenn ich was finde. Das ist doch eine verrückte Idee. In der Schule ist das viel schöner. In ein paar Jahren haben wir die Zeit. Mutter, Sie tun ja nicht auf die Schriftlichkeit im Leben. Nein, nein, nein. In einem Jahr bekommst du dann die Ausbildung. Jetzt hängt wohl noch ein Wort dazu. Und sei doch nicht so dumm. Wenn du die Zeit kommst du nach der 10. Klasse noch aufs Gymnasium gehen. Dann kannst du die Tour machen, zu gehen. Das ist kein Schiff. Die Akademie hat sich doch auch alle Arbeit. Aber wenn du jetzt aufhörst, dann hast du gar keine Angst. Wenn du nach der 90 Jahre die Hauptschule aufhörst, dann ist das ein richtiger Hauptschulabschluss. Ich rede nochmal mit allen Leuten, die ich kenne. Am besten, Seite 32, Haben Sie noch was von Bäumen-Position oder was das wollte ich, aber also das war so. Ich war 2 Jahre in Bäumen-Position und dann war ich 15 Monate in den USA. Ich
habe dort einen Hepatit bekommen, weshalb mich das in Deutschland zurückgegeben. Und hier war es dann lange Zeit. Auch meine Frau hatte diesen Gang. Sie wird jetzt aber wieder gesund. Ja, schön. Ich bin wieder ganz gesund. Ja, und dann, nach meiner Krankheit, wollte ich wieder arbeiten. Wie wollte ich mich verstanden, dass der Mutter die Kinder zu tun ist? Und ich hoffe, dass ich mich wieder gut wieder gesehen habe. Und ich hoffe, dass ich mich ja, ich glaube schon. Ich habe auch in den USA 10 Monate ein Krankenhaus gebucht. Das war sehr gut. Eine private Dolmetscherschule in New York. Ich glaube, dort habe ich am meisten gelernt. Ja, so Jim auch. Und Jim, du arbeitest als ein Zucker. Philosophie. Naja, dann habe ich geheiratet und dann kamen auch bald zwei Kinderchen, die das so geht, Herr Leben. Ja, ja, aber warum denn jetzt Hausbote? Ich meine, Sie haben 10 Jahre studiert, haben sogar promoviert. Ich weiß, es ist vielleicht ungewöhnlich,
Aber ich sehe das heute anders. Ich frage mich einfach ein notwendiger Umweg. Notwendiger Umweg? Zum Hausboot? Ja. Ich konnte lange nachdenken und dann wusste ich nach 10 Jahren, es gibt für mich nur einen Beruf, Hausboote. Und woher wussten Sie das? Nach 10 Jahren? Weil ich das